Theater auf dem Gehweg, direkt vor dem Hofspielhaus und das für alle. Mit dem Hofspiel vorm Haus verwandelt Schauspielerin und Theaterleitung Christiane Brammer den Bordstein in eine Bühne. Alle Leute stehen hier mit 1,50 Meter Abstand. Einer darf sich auch einen Stuhl holen, wenn er nicht sitzen kann. Und eine halbe Stunde gibt es einfach Theater, und zwar lebendiges Theater. Ja, nicht, dass es jetzt im Internet nicht auch lebendig wäre, aber wirklich so, ne? Zum Anfassen kann man nicht direkt sagen, aber zum ganz normalen Hören. Und das ist schon ein großer Unterschied, weil sowohl die Gäste, die Zuschauer und auch die Künstler haben wieder eine Absprache. Wir treffen uns und wir sehen uns live, wir sehen uns lebendig. Mit der Aktion Theater lebt zeigt das Hofspielhaus als erstes Theater der Stadt wieder Live-Inszenierungen. Jeden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag gibt es ab 18 Uhr in der Falkenbergstraße unterschiedliche Programme. Natürlich Einpersonenstücke, und zwar die sehr viel mit Film gelöst werden, aber das habe ich vorher schon gemacht, weil ich ja so klein bin. Musikalische Sachen. Ich habe Gott sei Dank auch künstlerische Ehepaare, die dürfen dann zusammenspielen. Ab dem 29. Mai steht auch Marlene Serviert auf dem Programm. Ein Abend mit künstlerischem Menü. Das ist mit dem wunderbaren Chris Colonco, der serviert und inspiriert. Das ist eben, weil ich bin eine Gastronomie und Gastro darf hier aufhaben. Und der Kellner, ja, oder die Kellnerin in dem Fall, ist eben Marlene Dietrich. Normalerweise besuchen pro Veranstaltung rund 60 Leute das Münchner Hofspielhaus. Nun sind es nur noch 20, dennoch entsteht eine großartige Stimmung. Wir machen natürlich online auch viel, aber das ist einfach nicht das Gleiche. Und das haben auch andere Theater jetzt schon erkannt. Und dann habe ich mir gedacht, ich bin klein, aber oho. Und da bin ich natürlich viel flexibler. Ich habe nicht so viele Strukturen, ich muss auch nicht so viele Leute fragen. Zum Hofspiel vorm Haus kann jeder vorbeikommen, der möchte. Und damit beweist das Münchner Theater, Kunst und Corona schließen sich nicht aus.